Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich habe diesen Satz schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt, Freunde. Was geht? Willkommen zu einer neuen Karriere auf diesem Kanal. Es geht weiter, oder es geht los mit Braunschweig. Wir haben es schon vor Ewigkeiten, ich glaube bestimmt vor einem halben Jahr mal abgestimmt, dass wir eine Karriere mit der Eintracht aus Braunschweig machen möchten. In der dritten Liga befinden wir uns und eure Resonanz auf das letzte Video war krasser, als ich gedacht hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich jetzt zusehen, dass ich relativ schnell anfange. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so krass sein wird, dass ihr so Bock darauf habt, dass wieder YouTube-Videos kommen. Und ja, deswegen bin ich hier und mache jetzt diese Videos wieder und habe sehr, sehr viel Bock da drauf. Und nochmal wirklich vielen, vielen Dank für die Resonanz. Also die Kommentare, die Likes, die Aufrufe, die waren gigantisch, also weit über meine Erwartungen. Und ich bin sehr, sehr froh, ja, dass das so ist, muss ich sagen. Finde ich sehr schön und ich habe mir gedacht, für die erste Folge machen wir erstmal so ein kleines Quatsch-Vorbereitungsvideo. Ja, wir werden hier ein bisschen rumdaddeln, ich werde mich ein bisschen um die Vorbereitung kümmern. In der ersten Saison werde ein paar Sachen, glaube ich, loswerden, die relevant sind für das Let's Play. Ich denke, na, also ich werde euch gleich sagen, wie ich mir das vorstelle, wie das wieder kommt und wie wir uns über das handhaben werden, dieses Projekt. Und ich hoffe, es wird geil. Also ich denke, es wird geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geil wird. Eigentlich war bis jetzt jede Karriere geil, die wir gespielt haben. Und ja, dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange. Gehen wir direkt rein. Ich werde auch jetzt nicht großartig schneiden in diesem Part. Denn ja, ich sehe es einfach nicht als notwendig. Wir kümmern uns um die Vorbereitung bei der Eintracht aus Braunschweig. Dritte Liga beginnt relativ schnell, würde ich sagen. Ja, 3 Wochen haben wir jetzt Vorbereitungszeit. Dann haben wir schon das erste Spiel gegen Magdeburg. Das ist natürlich nicht so das Gelbe vom Ei. 3 Wochen Vorbereitung ist relativ wenig. Ja, gerade unter dem vor dem Hintergrund, dass unsere Mannschaft wahrscheinlich ja nicht die fitteste momentan ist, ist das schon sehr belastend. 2 Wochen Trainingslager wäre zu viel, denke ich, bei 3 Wochen Vorbereitung. Deswegen werden wir 1 Woche ins Trainingslager gehen. Mehr geht halt leider nicht. Das wird sich dann in den höheren Ligen ändern. Hoffe ich, dass sich das ändert, dass wir mehr Vorbereitungszeit haben. Aber jetzt müssen wir einfach damit leben, dass es so ist. Wir sind gar nicht schlecht aufgestellt, ja, für die dritte Liga. Wir haben den drittstärksten Kader aktuell. Ja, also da ist so schon, wir sind schon ziemlich gut unterwegs. Ist natürlich ein Drittliga-Verein, ne? Wenn man jetzt andere Sachen anguckt, sind wir halt relativ schwach, aber ich denke, damit kann man schon ganz gut arbeiten. Wir haben relativ viel Kohle, glaube ich. Also ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr in der dritten Liga angefangen, deswegen ist das ein bisschen ungewohnt für mich. Muss ich mich erstmal wieder reinfinden in die dritte Liga und die Budgets, die man hier hat. Und ich denke, das wird aber relativ gut. By the way, fällt mir gerade ein, Freunde, wenn ihr Bock darauf habt, schaut gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Denn ich habe jetzt auch wieder angefangen, Fußballmanager zu streamen. Da habe ich gestern sogar eine AC Mailand-Karriere angefangen, die schon sehr viel verspricht. Die ist schon sehr, sehr cool. Und wer da Bock drauf hat, gerne unten in der Beschreibung gucken. Der Link ist verlinkt. Und da ist halt natürlich alles ein bisschen umfangreicher, da machen wir jedes Spiel zusammen, da gucken wir gemeinsam live, welche Transfers wir machen und alles sowas. Macht schon sehr, sehr viel Bock, also wer da mal Bock drauf hat, kann gerne vorbeigucken. Und natürlich wird auch anderes gespielt, League of Legends, was auch immer ich gerade möchte. Ich habe jetzt gerade Ghost of Tsushima durchgespielt, alles sowas. Also wer da wirklich Bock drauf hat, kann mal vorbeigucken, sehr, sehr gerne, würde mich freuen. Und ich kann euch sagen, für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, auf Twitch zuzugucken, diese Live-Interaktion ist schon sehr, sehr geil. Gerade beim Fußballmanager macht das schon sehr, sehr viel Bock, wenn man live über Transfers, die man vorhat, quatschen kann und halt eure Impressionen direkt bekommen kann. Das ist schon ziemlich geil, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und das bringt mich auch direkt dazu, wie möchte ich dieses Projekt eigentlich handhaben. Ich denke, wir werden es so machen wie die 1860-Karriere, dass ich vor mich hindaddel und euch dann die Ergebnisse zeige und wir in einer Folge immer eine halbe Saison verpacken und dann halt
ich auf eure Vorschläge für Transfers warte, für den nächsten Transferzeitraum und. Bekomme schon wieder Schluck auf, weil ich gerade Kaffee getrunken habe. Sollte ich nicht mehr machen vor einer Aufnahme. Und dann halt auf eure Transfervorschläge warte. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass wir das umfangreich machen möchten, das Projekt, ganz am Anfang, als wir abstimmen lassen haben. Aber umfangreich ist mir dann, ehrlich gesagt, doch einfach zu viel und zu aufwendig momentan. Ich glaube nicht, dass ich das so durchziehen könnte oder würde. Deswegen, glaube ich, ist das ein guter Kompromiss, das so zu machen. Denn dann kommen halt auch Videos und ich kann euch garantieren, dass ich das durchziehe und die Videos auch rechtzeitig immer kommen. So wäre es halt, irgendwann wird es mich dann wieder nerven, dass ich so viele Videos machen muss und dann verliere ich die Lust daran und dann geht es wieder nach hinten los. Deswegen bleibe ich lieber erstmal dabei, das so zu machen. Wie gesagt, für alle, die umfangreiche Sachen möchten, die können sehr gerne auf Twitch vorbeigucken. Da werde ich das, da ist das halt, ne, da ist dann einfach so dieses vor mich hindaddeln. Das ist okay, ja, da ist einfach ganz normales FM-Spielen für mich. Hier ist halt auch normales FM-Spielen, aber da muss ich die ganze Zeit bei kommentieren und alles sowas ist halt schon etwas anders. Und ja, dieses Projekt werden wir auf jeden Fall so handhaben, dass wir dann eine Folge machen, in der wir eine halbe Saison abarbeiten. Wie häufig das kommen wird, bin ich mir noch gar nicht so 100% sicher. Ich werde jetzt im Hintergrund schon mal anfangen, ein paar Sachen zu machen. Ich glaube, hier ist ein Trainingslager ganz angebracht. Wir werden mal gucken, dass wir ein günstiges nehmen für eine Woche, wo wir viel auf Fitness achten. Ich weiß es gerade nicht genau, ob es in Deutschland irgendein gutes... Ja, doch. Ja, gut, wir gehen mal hier nach Österreich eine Woche. Das ist auch nicht so teuer. Und wir können hier viel auf Fitness machen und halt auch auf körperliche Sachen. Das ist sehr, sehr schön. Gehen wir hier hin. Impact Unterhose, übrigens der Name, ne, ist Programm. Und ja, machen wir eine Woche Trainingslager, dann haben wir noch eine Woche zum gucken, wie die Mannschaft drauf ist. Und dann geht es auch schon in die Liga rein. Also es wird ein bisschen Chaos. Wir werden hier auf jeden Fall mal einen Laktattest anordnen. Und dann werden wir mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich schon ein Freundschaftsspiel machen möchte. Ich glaube, wir machen das erste Freundschaftsspiel hier im Trainingslager. Eieiei, was sind das für Gegner? Eieiei. Okay, nehmen wir die Gegner, ist okay. Und ich denke, wir warten mal, was wir machen in der Woche nach dem Trainingslager. Ist halt ein bisschen Chaos, mit nur 3 Wochen Vorbereitung klarzukommen, ist nicht so einfach. Wir müssen auf jeden Fall hier schon mal die Saisoneröffnung machen. Das steht schon mal fest. Und ich denke, das werden wir gerade auch mal durchplanen, ja, dass wir direkt schon mal eine Weihnachtsfeier machen. Ja, das mache ich eigentlich in letzter Zeit immer. Ja, oder ich habe es mir vorgenommen, das immer so zu machen. Und wir können dann hier direkt mal die Saisonabschlussfeier und eine Spielerauszeichnung machen. Und am Freitag gibt es dann noch das Vereinsjubiläum. Haben wir am Freitag, Samstag, Sonntag am Ende der Saison handeln wir alles ab. Ja, feiern wir ein schönes Vereinsjubiläum, hoffentlich mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich eben stehen geblieben bin, weil ich mich jetzt schon wieder voll verquatscht habe. Aber auf jeden Fall, Freunde, ich habe Bock auf das Projekt. Ich glaube, wir haben hier was echt Geiles vor uns. Und Braunschweig zur Champions League zu führen, wäre doch, glaube ich, mal eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, wir werden jetzt mal gucken, was wir hier so machen. Ich denke, Mitarbeiter wird halt, das ist halt so die Sache, die ich noch nicht so einschätzen kann. Ich denke, wir werden mit einem Co-Trainer gehen. Wir müssen mal gucken, bis wohin wir uns Co-Trainer holen können. Ich denke, es würde wieder viel so sein, dass die Co-Trainer viel machen werden bei uns in der Mannschaft. Ich denke, wir werden uns auch direkt einen guten Co-Trainer holen. Denn dieser Co-Trainer, den wir uns jetzt holen, der wird uns eine ganze Weile lang begleiten. Und da wäre es halt gar nicht so schlecht, vielleicht schon mal so jemanden hier zu haben. I guess. Ich meine, der ist nicht so gut in Taktik, aber der ist besser in Taktik als jeder Spieler, den wir haben. Und ich meine, er ist ein 10-Sterne-Typ und wir müssen unser Bürogebäude ausbauen. Wir haben, glaube ich, mehr Mitarbeiter, als wir haben können. Wie viele können wir denn haben? 12. Da müssen wir gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben genau 12. Das heißt, wir müssten unseren Co-Trainer rauswerfen und uns einen neuen holen. Das werden wir auch tun.
Denn dieser Co-Trainer hier, der ist auf jeden Fall gut und der kostet halt auch nicht wirklich viel, wird uns jetzt über lange Zeit erhalten bleiben und sich weiterentwickeln und ist ein 10-Sterne-Trainer, das heißt, er ist eigentlich top-notch, hat zwar nicht die ultra geilen Charaktersachen, ne? Fleiß ist ein bisschen wenig, aber er ist auf jeden Fall belastbar. Und er ist lernbereit. Ja, Fleiß ist nicht so ganz vorhanden, aber ist egal, er ist lernbereit. Das heißt, er wird sich hoffentlich gut entwickeln, er ist belastbar. Das kann man, glaube ich, ganz gut hier gebrauchen. Und dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal einen wirklich extrem guten Co-Trainer für unsere Verhältnisse und können so sehr gut reinstarten. Wir sehen, unsere Mannschaft ist halt, na, also dieser Co-Trainer, der ist einfach über für diese Mannschaft. Ich frage mich auch gerade, warum wir den haben können. Normalerweise sollte das, glaube ich, nicht gehen, aber wir nehmen ihn jetzt einfach mal, ne? Wir kommen hier hin, wir haben ja eine gewisse Ahnung vom Business. Wir haben ja schon ein paar Karrieren gespielt und wir haben schon ein bisschen was hinter uns. Der Impact-Unterhose. Von daher, glaube ich, ist das okay, wenn wir das so machen. Ich werde, glaube ich, wieder viel die Trainer machen lassen. Ich denke, die Aufstellung werde ich selber machen. Wir wissen noch nicht, oder ich weiß noch nicht ganz genau, welche Aufstellung ich nehmen würde. Was ich euch jetzt direkt mal fragen würde, ich möchte das Video auch eigentlich gar nicht so ultra lange gestalten, denn es gibt halt ein paar Sachen, ich möchte eigentlich noch ein paar Sachen von euch wissen, bevor ich das Projekt jetzt endgültig starte. Deswegen sollte das Video eigentlich nicht so ultra lange sein. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen was erzählen und wir haben jetzt eigentlich schon alles hinter uns. Was halt noch ganz wichtig wäre für die nächste Folge, bevor es richtig losgeht, Transfers, ja. Habt ihr Vorschläge? Gerne in die Kommentare ballern. Dann seid ihr konform mit dem Projekt. Ich weiß, ich habe in den Kommentaren gelesen, auch wenn ich jetzt noch nicht darauf auf einige kommen, also auf die Kommentare geantwortet habe, aber ich habe sie alle gelesen, dass einige Leute sich andere Vereine gewünscht hätten, verstehe ich, aber wir haben nun mal Braunschweig damals abgestimmt. Deswegen ist es jetzt auch Braunschweig geworden und es wird kein anderer Verein werden. Auch wenn einige Leute es mit anderen Vereinen natürlich feiern würden, aber ich werde jetzt einfach eine Braunschweig-Karriere machen und mit Braunschweig das möglichst Beste rausholen. Und wie gesagt, ist das eine Karriere, wo ich mich gar nicht mal so 100% auf Braunschweig festlegen würde, sondern auch vielleicht noch zu irgendeinem anderen Verein dann wechseln würde. Übrigens, das Lied kann ich gar nicht mehr hören. Das ist so dieses typische No-Copyright-Sound-Dingen. Und wie gesagt, ne, wir sind hier nicht limitiert. Wir haben viele Vereine zur Auswahl, wo wir dann später vielleicht hinkommen könnten. Schauen wir mal, ja, wo die Reise für uns hier in diesem Projekt hingeht. Und ja, einfach mal in die Kommentare ballern. Vielleicht auch eine Aufstellung vorschlagen. Vielleicht andere Dinge, die vielleicht noch ganz gut sind, ne? Vielleicht besondere Mitarbeiter, Transfers, wen hättet ihr gerne, mit was für einer Aufstellung könnten wir reingehen in dieses Projekt und ich werde da mal gucken, was ich daraus machen kann, ja, wie ich das umsetzen kann, was ihr möchtet, denn ich möchte auf jeden Fall dieses Projekt mit euch zusammengestalten. Das ist nämlich immer das Schönste dann, ne? Oder da kommen die schönsten Sachen bei raus. Ob wir Jugendspieler verteilen, weiß ich nicht. Das ist halt immer sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und jetzt am Anfang bei Braunschweig, ihr seht die Jugend, es ist halt... Es ist nichts dabei, wo ich sagen würde, ich würde Jugendspieler an euch verteilen. Vielleicht können wir das später irgendwann mal machen, wenn die Jugend dann durchgehend mal besser ist oder so. Müssen wir mal gucken, aber da würde ich mich jetzt noch nicht 100% drauf festlegen, dass das so, ne, dass wir das so machen. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben jetzt noch nicht wirklich viel gemacht. Wir haben die Saison ein bisschen durchgeplant. Wir haben einen Mitarbeiter ein Angebot gemacht. Viel mehr wollte ich aber auch gar nicht wirklich machen. Ich wollte einfach nur mal einen kurzen Überblick über den Verein bekommen. Wir haben, ja, recht ordentliche Budgets, würde ich sagen. Also eher das Gehaltsbudget ist da interessant für mich. Wir haben nicht so das ultra viele Geld, aber ich denke, wir werden ganz gut klarkommen in der dritten Liga. Und vielleicht schaffen wir den direkten Aufstieg. Es wird verdammt schwer, glaube ich. Aber mal gucken. Ja, wenn hier Bayern 2 nicht komplett rein smurft und uns das Leben schwer macht, sollte das eigentlich gar nicht mal so ultra heavy werden, glaube ich. Aber wer weiß, wie die Saison wird. Ich will mich ja nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Schauen wir einfach mal, ja, was da kommt. Harren wieder Dinge.
Und dann würde ich sagen, Freunde, macht euch einen wunderschönen Tag. Es geht wieder los. Wie gesagt, ich warte jetzt auf eure Vorschläge, Transfers, Aufstellungen, Mitarbeiter, was auch immer. Worauf sollten wir den Fokus legen? Auch eine Ausrichtung vielleicht, ja? Gucken wir, dass wir Leute kaufen, setzen wir auf die Jugend, alles sowas. Sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, dann macht euch einen wunderschönen Tag. Wir sind jetzt bei ungefähr 15 Minuten in der Folge. Ich denke, das reicht erstmal. Und dann könnt ihr das hier als Startschuss nehmen. Ich werde ein bisschen warten. Dann, die Videos sind übrigens ziemlich aufwendig, die ich dann vorhabe, ne, weil ich relativ viel schneiden muss. Deswegen kann das ein bisschen dauern. Ja, vielleicht nächste Woche kommt dann das erste richtige Video, ja, wo wir dann noch Spiele haben und alles sowas. Seid da ein bisschen geduldig, aber ich denke, es wird trotzdem ein sehr, sehr schönes Projekt werden. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut, macht euch einen wunderschönen Tag. Wir starten wieder mit dem FM. Ich hab Bock. Und wir machen alles in Ruhe. Wir machen alles ordentlich. Und ja, ab dafür würde ich sagen, es wird geil. Haut rein. Bis zur nächsten Folge.